Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe richtig geile Informationen für alle, die sich weitere Spielmodi für Apex Legends wünschen. Und es kann sein, dass schon relativ zeitnah die nächsten Modi auf uns warten. Vielleicht sogar schon in Season 11. Ich spreche hier von Team Deathmatch zum Beispiel, Herrschaft, Capture the Flag und so weiter. Für einen einzigen Spielmodus habe ich heute richtig interessante Informationen. Es soll wohl angeblich schon bestätigt sein. Ich habe leider aber keinen Post für euch, der das definitiv bestätigt. Es soll aber von EA schon irgendwo in den Mund genommen worden sein. Bevor ich mit den Informationen anfange, ich habe gestern zwei Bilder auf Instagram von einem Abonnenten bekommen, der festgestellt hat, dass mit dem gestrigen oder vorgestrigen Patch rund um den Nerf von Seer ein bisschen was auf World's Edge sich getan hat, und ich gehe mal davon aus, das erklärt auch, warum der Patch mit über 3,5 GB so verdammt groß war. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich schon das nächste Event, wenn nicht sogar das Rampart Town Takeover Event, mit diesem Patch vorbereitet wurde. Und zwar sind an verschiedenen Spots, wie zum Beispiel Skyhook oder Lava City, auf bestimmten Gebäuden diese Lautsprecher entdeckt wurden. Danke nochmal an Psycho Pikachu 81, der mir diese Bilder geschickt hat. Ich habe es nämlich selber nicht mitbekommen, habe auch auf Twitter bis jetzt keine weiteren Informationen dazu gefunden. Deswegen scheint das noch nicht allzu bekannt zu sein. Wie gesagt, das sind so eine Art Lautsprecher auf Gebäuden, wo eh schon so eine Art Antenne stand, und hier in Lavastadt. Und ich glaube, dass noch mehrere solcher Mast Gedöns, Lautsprecher auf der Map verteilt sind. Ich gehe davon aus, ich kann es zwar noch nicht hundertprozentig sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das was mit dem Town Takeover Event rund um Rampart zu tun hat, denn in Lavastadt, und das ist hier der Lautsprechermast, der in Lavastadt steht, in Lavastadt soll auch das Town Takeover Event rund um Rampart stattfinden, aber eigentlich erst kurz nach Split 2. Also gehe ich davon aus, es dauert wohl noch eine Weile, bis wir mit diesen Lautsprechern irgendwas in Erfahrung bringen können. Das dazu, und jetzt fange ich sofort mit den Informationen an. Und zwar geht es wohl um ein Team Deathmatch, und es ist wohl scheinbar wirklich so, so ähnlich wie Arenas, bloß dass es eventuell ein 20 gegen 20 sein könnte oder sogar ein 30 versus 30 Mode, was echt eine heftige Sache wäre. Aktuell sollen es wohl 3 Maps sein, die getestet werden. Also im Hintergrund wird schon eine Weile an verschiedenen Modi getestet. Und Team Deathmatch soll der Modus sein, der wirklich sehr, sehr zeitnah tatsächlich schon veröffentlicht werden soll. Wie gesagt, vielleicht in Season 11. Ich nenne euch mal sämtliche Regeln, die wohl bis jetzt bekannt sind. Ob das jetzt natürlich tatsächlich so umgesetzt wird, das müssen wir mit Vorsicht genießen. Wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, Team Deathmatch. Das Match endet entweder, wenn ein bestimmtes Zeitlimit erreicht wurde, so wie bei COD, kennt man nach 10 Minuten oder nach 8 Minuten, keine Ahnung, ich glaube es waren 10 Minuten, endet das Match, und der die meisten Kills hat oder das Team, was die meisten Kills hat, hat die Runde gewonnen. Oder wenn ein bestimmtes Kill-Limit für das bestimmte Team erreicht wurde. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, wenn es ein 20 versus 20 oder 30 versus 30 ist, dann vielleicht bei 100 oder 150 Kills, vielleicht auch ein Stück weit höher. Das wären die ersten Regeln. Es sollen wohl nur bestimmte Legenden für diesen Modus auswählbar sein. Wohl angeblich soll so zum Beispiel Loba nicht greifbar sein oder auswählbar sein für diesen Modus, weil bestimmte Legenden einfach von ihren Fähigkeiten her nicht in diesen Modus passen. Sowas wie Octane, Lifeline oder so, die sind zum Beispiel mit dabei, oder Gibraltar, habe ich gehört. Dann gibt es wohl keine Schildzellen. Die Schilde sollen sich automatisch regenerieren. Nur die Lebenspunkte müssen wir selber mit Spritzen oder mit Medikits versorgen, was ich interessant finde. Waffen können wir weiterhin genau wie im Arena-Modus vom Gegner, Moment, jetzt muss ich erst mal überlegen, doch, die Waffen im Arena-Modus kann man auch vom Gegner aufheben und das sämtliche Inventar, wenn wir den getötet haben. Also es gibt keine Deathbox, das Zeug liegt sofort auf dem Boden, wir können uns beim Gegner bedienen. Dann haben wir, wie gesagt, aktuell sollen nur 3 Maps in der Testphase sein.
und andere Modi wie zum Beispiel Capture the Flag oder Herrschaft sollen wohl auch ebenfalls in der Testphase sein. Jetzt möchte ich euch nochmal meinen neuen Kanal ans Herz legen, der Apex Inspector. Wer da Bock hat reinzuschauen, ich würde mich wirklich sehr drüber freuen. Fast 400 Abonnenten haben wir schon erreicht. Vielleicht knacken wir schon relativ zeitnah die 1000 Abonnenten. Würde ich mich wirklich mega drüber freuen. Dort gibt es sehr viele kurze Clips unter einer Minute. Selten auch mal ein bisschen länger oder deutlich länger. Kein großes Blabla auf Englisch. International soll der Kanal sein. Für Clips, ohne dass irgendwas gesprochen wird, ohne Anmoderation. Schaut einfach mal rein und macht euch mal ein Bild, was ich da vorhabe. Viel mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Haut rein, ciao.